Ist es nun, liebe Schwestern und Brüder, hier beim Geschehen am brennenden Dornbusch, ist es wirklich eine klare Offenbarung des Namens Gottes oder nicht vielmehr, wie inzwischen die Mehrzahl der Bibelwissenschaftler sagt, eine Verhüllung Gottes? Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, hat sich für die Offenbarung entschieden. Und deshalb finden wir diese Beschreibung auf vielen, vielen Ikonen. Ho-on, der Seiende. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Gott verstehen können. Und es liegt dem griechischen Verständnis sehr nah. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir diese Umschreibung hier als Verhüllung begreifen. Dass Gott sich nicht eben klar zeigt den Menschen, weil das zu Missbrauch führt. Israel hat das von Anfang an gespürt und deshalb eben diese vier Buchstaben, die hier stehen, nicht ausgesprochen aus Respekt. Und Papst Benedikt hat uns eigentlich dazu ermutigt, in einem Rundschreiben das auch nicht zu tun. Was erkennen wir von Gott hier? Wir erkennen, dass es der Gott der Vorfahren des Mose ist. Der Vorfahren jener Sklaven in Ägypten. Abraham, Isaak und Jakob werden genannt. Und wir haben das schon begriffen als eine Genealogie, als ein Stammbaum des Segens. Er ist der sich als treu zeigt. Er ist der Gott, der die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet. Er, der Segen war für die Vorfahren, wird eine Zukunft ermöglichen. Keine Sklavenzukunft, sondern ein Land, in dem Milch und Honig fließen, wie es hier heißt. Diese Verhüllung passt eigentlich gut zur Heiligen des heutigen Tages. Wir wissen so gut wie nichts von ihr. Wir wissen wohl, dass sie in der diokletianischen Verfolgung um 300 ihr Leben verlor, als Jungfrau und Märtyrerin. Wir wissen, dass sie aus Antiochia in Pisidien stammt. Und dann hört unser Wissen schon auf. Das ist jene Stadt auf der Hochebene, aus der man Paulus einmal vertrieben hat. Aufgrund böser Machenschaften von Frauen, wie uns die Apostelgeschichte wissen lässt. Von frommen Frauen, wie sie noch genauer sagt. Und es ist nicht schön, dass genau aus jener Stadt doch die Saat des Paulus aufgegangen ist, genau dort, und uns diese junge Frau geschenkt wird, die uns auf ihre Weise mit ihrem Zeugnis, mit ihrer Treue zu Christus, ihrer Kraft, den Gottesnamen neu zeigt. Dass Gott immer treu ist und treu bleibt, bis hinein in die Nacht des Todes. Bis in alle Dunkelheiten des Leidens und des Nichtverstehens. Margareta von Antiochien hat verstanden, was dieser Gottesname bedeutet. Und sie lädt uns ein, es ihr gleich zu tun.